Willkommen zurück zu Ich schlage meinen Kopf gegen die Wand. Nein, natürlich nicht. Sekiro Shadows Die Twice. Ja. Warum hat der mich da eigentlich gesehen? Ich sitze doch hier im verkackten Gras rum. Egal. Ja. Ich glaube, ich bin noch zu sehr in der Bloodborne-Steuerung und im Bloodborne-Handling drin. Wie? Wie? Passt es ja wohl nicht, also. Man kriegt einen Pfeil in den Arsch. Bin noch zu sehr im Bloodborne-Modus. Mit Ausweichen. Mit Dark Souls funktioniert es ja schließlich auch. Jetzt komm schon. Willst du mich doch verarschen? Ja, nee, ist klar. Erstmal schauen, ob es hier einen anderen Weg gibt. Oh, hier gibt es zumindest noch ein Objekt. Löschpuder, ja. Das könnte ich mal ausrüsten. Die Asche benutzen wir aktuell sowieso nicht. Wir haben fünfmal Löschpuder. Hier auch runter, da komme ich her. So fast. Also schauen wir mal. Ein taktischer Horror, ha? Huh? Whoop. Ja, nee, das war jetzt irgendwie nicht so wie geplant. Wupp. Der wird mich halt gleich sehen, egal. Versuchen wir's. Okay. Besser. Ich verwechsel auch immer die Tasten. Aufschalten und in Tarnmodus gehen. So, wie komme ich an die ran? Von hier aus erstmal gar nicht. Dreht er auch mal um? Ich will halt nicht wieder die ganze Horde anziehen. Auch wenn das wahrscheinlich passieren wird. Nee, der scheint stationär zu sein. Schauen wir mal. Wieder Punk-Modus. Ey! Warten wir kurz. Welchen nehme ich mir zuerst vor? Den da? Oder den da? Ich nehme den da. Shit. So, dann heilen wir einmal. Whoop. Bin hier. Wenn man den stealthen könnte, wäre das... Oh, oh, können wir vielleicht. Kommt er bis hierher? Das wäre natürlich fett. Ja, zumindest nicht zwei von den Punkten über dem Kopf. Na, diese Bogenschützen, ich weiß nicht, warum die einen immer gleich sehen. Okay, der kriegt es hoffentlich nicht mit. Der sieht hoffentlich nur seine Mates und denkt sich, was ist hier passiert? Ich glaube, das denkt er wirklich. Okay, der Dicke ist auf dem Rückweg.
Oh Gott. Warum? Warum hat er da 10.000? Na, komm. Und whoop. So, und jetzt dreh um, weil da keiner ist. Na? Umdrehen? Nach Hause gehen? Cool. War das Kanone? Nee, oder? Okay. Na? Klopp, klopp. Ja, nee, ist klar. Schön verkackt. Zweimal verkackt. Ich fasse es ja wohl nicht. Jetzt aber. Oh Gott. Okay. Hat nicht so viel Schaden gemacht. Holy moly. Handvoll Asche, ja nee. Warte. Das heißt, wir gehen da hin und da leuchtet was. Oh! Ja, die nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Weil für die Shopperin kann man ja tolle Dinge kaufen. Ah, was liegt denn hier rum? Kontaktmedizin. Pulverartige Medizin mit Giftwirkung. Die Shinobi von Maschinen nutzen ist erledigt und löst mit der Zeit einen schwachen Giftstatus an die aus. Durch eine Selbstvergiftung werden alle anderen Gifte neutralisiert. Okay, also sowas wie eine Giftheilung. Yo, Loot. Oh. Was? Da können wir hoch. Ja, dann. Oh no. Wo sind wir jetzt rausgekommen? Da müssen wir theoretisch hin. Keine Ahnung. Das ist cool. Hä? Was? Wo? Oh no. Oh no. Ey, was zur Hölle? Holy crap. Was ist denn mit dem los? Und wer ist das? Oh, warten, warten, warten. Nein, zu früh, egal. Heilige. Der hat keine Punkte über dem Kopf. Irgendwie will ich wissen, was er beschützt, aber wir sind definitiv noch nicht weit genug gelevelt. Das dürfte doch bestimmt eine Abkürzung sein hier. Na, mehr oder weniger. Kann man da auch einfach hinschwimmen? Dahin, wo wir gerade waren. Ah, da geht es dann wahrscheinlich nur dahin, wo wir waren. Weil da wieder hoch gibt es keine Möglichkeit. Das ist natürlich schade. Wobei, ich möchte trotzdem nochmal gucken, wo der ist. Aber nicht, um gegen ihn zu kämpfen, sondern... ob es noch einen anderen Weg gibt, irgendwo anders hin. So, einfach nur A drücken. Ne, man muss die Richtung auch drücken, okay. Jetzt komm halt. Zack. Heieiei. Oh! Das ist gar nicht mal so einfach. Muss den Stick dazu drehen, dann klappt's. So, jetzt gucken wir mal.
Kommen wir von hier aus irgendwie zurück. Oh, wie uncool. Der steht da oben. Ich frag mich gerade, guckt er in meine Richtung? Nee, jetzt gerade nicht. What? You've got to be kidding me. Oh no. Hoffentlich folgt er mich nicht, mir nicht. Holy crap! Und weg. Und weg. Zickzack rennen. Alter Schwede. Oh, hi. Ist er auch noch hier? Wo ist er? Da ist er. Oh, der lebt ja auch noch. Es ist gerade leicht chaotisch. Dem da oben habe ich eine gedengelt. Ja, dem habe ich eine gedengelt. Immerhin sind wir jetzt wieder da, wo wir hin wollten. Die mit ihrem blöden Feuer. Hallo. Ah, toll. Stimmt, da kann er rutschen. Jetzt müsste ich den Decken wieder triggern. Ach du meine Güte. Die ganze Arbeit. Bring it on, fat boy. Was haben wir denn so? Ich habe viel zu viel Kügelchen verbraucht. Mehr Schaden. Den werden wir bestimmt brauchen. Gatschins Konfekt. Was ist das? Lautlos und unsichtbar. Keramiksplitter. Ich glaube, die probieren wir mal aus. Die, glaube ich, noch gar nicht benutzt. Ah ja, nee, ist klar. Was juckt denn überhaupt nicht? Ach du meine Güte. Okay, ich glaube, wir reisen mal woanders hin, weil ich glaube, es gibt noch einen anderen Pfad, den wir gehen können. Erstmal Schluck Tee. Vielleicht hat ja auch der Bildhauer oder die Ärztin irgendwas zu sagen. Ja, das hilft mir jetzt gerade nicht. Dafür ist es ein bisschen spät. So. Hallo. Onushito. Hi. Onushito Kuro-sama no Maboroshi o mita. Maboroshi. Ah. Kuro-sama wa ima wa doko ni iru? アシナの城。その天守近くで囚われとなっておいでです。ですが、城の門は閉じられています。そうか。すべらは、ちょっと、あんまり簡単じゃない。オオカミ殿。よく参られました。あ、めべやん。なあ、とりあえず、ねえ、オッケー。なん、なんね。あ、フレッシュ、ハッ、エイリングス、クールス。 So nicht. どうした? よどみのあふれて振りまかれ. Hatten wir diesen Dialog schon? やがて死に至る病じゃ。なんだと? わしのことなら心配いらん。会いに行くとまともじゃないんでな。 喋るのは面倒じゃ。
Emani. Das können wir, glaube ich, nicht. Nee. Dann brauchen wir das nicht, aber vielleicht kann sie uns jetzt wieder was erzählen. Nein, oder? Doch. Vielleicht, wenn wir auf Reden klicken. Nee, das mit dem Drachenerbe hatten wir, glaube ich, schon mal. Ah, okay. So. Gucken wir mal, ob wir irgendwas in der Kiste haben. Sie leuchtet nicht, also ist nichts drin. Okay, wohin? Wir hatten, glaube ich... hier noch einen Weg. Das ist auch gut so, weil ich glaube, das wäre jetzt ultra nervig, wenn das eine Sackgasse wäre. So. Das sind die Todeshähne. Und hier an der Tür waren wir noch nicht. Doch. Waren wir schon. Okay. Na, komm schon. Ja, nee, komm doch her. Der mag, glaube ich, Feuer nicht. Oh mein Gott. Wrestler oder was? Okay. Ich will mal kurz. Oh, Baby. Oh, ich habe keine Drachenemblem mehr. Das ist natürlich nicht gut. Na, no, ich hab's verkackt. Au. Oh. Bitte nicht, bitte nicht. Alter, da wirft er mich einfach da runter. Das ist eine Blödmann. Aber gut zu wissen, okay. 15 Embleme haben wir. Ja, ja. Oh, Kügelchen. Den dieses Mal zuerst, weil... ich glaube, der hier ist einfacher. Jawohl, Fußball. Hey, was? Der Soundtrack ist ultra geil. Ey, komm schon! Ich hasse diesen Typen, aber gerade richtig hart. Jetzt ist die Frage, wie lange die Akku hält. Zu lange. Keine Embleme mehr! Jetzt schon. Ich bin
amused. Der Typ mit dem Speer, ich fasse es aber nicht. Geh weg. Geh weg. Komm her mit dem Speer. Zack. Holy crap. Alter! okay. Uncool. Das Problem ist, die alarmieren die den Oger natürlich auch gleich. Bis darüber kann ich wahrscheinlich nicht springen. Ja, nee, ist klar. Oh, whoop. Lass den Roger lieber runterkommen, als oben schon Terror zu machen. Was kostet eigentlich einmal Feuer machen? 3. Uff. Das heißt, wir können 5-mal Feuer machen. Ja. Vermutlich hat er mich noch nicht mal entdeckt. Das ist aber schlecht, weil ich muss da oben dem einen noch sagen, dass das so nicht gehen kann. Oder wir warten, bis der Ogre runterkommt. Nein! Gott, verdammt nochmal! Wirf mich nach hinten! Jawohl! Hallo! Ey, komm! Das ist ja wohl der absolute... Blöder Hund, ich hasse dich! Mann! Heute läuft's definitiv nicht. Weil mehr als immer wieder den Button drücken kann ich auch nicht machen. Ich stöpsel jetzt mal das PlayStation Gamepad ab. Und stöpsel das Xbox Gamepad wieder an. Meine Hände schwitzen auch extrem. Erkennung, bitte. Komm schon. Xbox Gamepad. LB, RB? Ich glaube, das mag das Spiel nicht. Wenn ich die Controller wechsle. okay. Da ich sowieso, glaube ich, eine etwas längere Pause als 2 Minuten brauche, würde ich die Folge an der Stelle einfach ein bisschen kürzer machen. Weil ich glaube, mit der Maus. Ich habe das noch nie mit Maus und Tastatur ausprobiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass. Oh, wow. Nee. Definitiv nicht. Deswegen mache ich hier eine Pause. Ist eine kürzere Folge, ist aber nicht so viel kürzer. Und in der nächsten Folge probiere ich es dann nochmal mit dem guten alten Xbox Gamepad, das noch nicht verschwitzt ist. Ich sag danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, gerne auch ein Abo. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao.